Hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser neuen, brandneuen Ausgabe von Deiner Gesundheit machst du selbst. Mein Name ist Dr. Annette Jasper und ich begrüße dich, denn ich freue mich sehr, dass ich dich in dem Podcast immer wieder unterstützen kann. Denn ja, der Sinn und Zweck von diesem Podcast ist ja, dir Tipps und Informationen zu geben, wie du deine Gesundheit selbst gestalten kannst, was du tun kannst, wie du dir selbst helfen kannst. Und dazu wird, da bin ich mir ganz sicher, auch die heutige Podcast-Folge einen großen Beitrag leisten. Und es geht in der heutigen Podcast-Folge um Sprache. Ja, Sprache kann uns wirklich auch krank machen. Sprache kann zeigen bzw. macht deutlich, was für eine Geisteshaltung wir haben. Und die Worte, die Sprachmuster, die wir verwenden, ja, die verraten letztendlich, wie es in uns drin ausschaut. Und Krankheit kann sich aufgrund von negativer Sprachmuster entwickeln oder kann deutlich werden durch diese negativen Sprachmuster. Also ich finde dieses Thema ganz, ganz spannend und ich bin mir sicher, dass du die eine oder andere oder sogar noch ein paar mehr Erkenntnisse mitnimmst, die dir wirklich helfen und die dich einfach ein bisschen bewusster im Alltag machen und ja eben auf diese Art und Weise dir helfen, Symptome besser zu deuten. Ich wünsche dir ganz viel Freude und viele gute Erkenntnisse bei dieser Podcast-Folge. Ich finde es sehr spannend, sich mit Sprache zu beschäftigen. Ja, die Sprache, die Worte, die wir aus dem Mund entlassen, die helfen uns ja, miteinander zu kommunizieren. Und jedes Wort, welches wir aus unserem Mund entlassen, welches aus unserem Mund kommt, ist ja die Folge eines Gedankens. Und jedes Wort trägt eine ganz bestimmte Energie mit sich. Und ja, ich möchte dich mit dieser Podcast-Folge dafür sensibilisieren, dass du erkennst, welche Worte verwendest du eigentlich so gewöhnlich. Denn jeder von uns hat so eine bestimmte Wortwahl oder eine bestimmte Wortkombination, die er immer wieder verwendet. Und diese Sprachmuster und diese Worte, die verraten ganz viel über uns, unter anderem auch unsere Krankheiten bzw. die Ursachen, die Ursprünge von unseren Symptomen. Also, ich will mal ein paar Beispiele nennen. Klar, negative Geisteshaltung schlägt sich in einem negativen Sprachmuster nieder. Wenn du down bist, wenn du deprimiert bist, wenn du frustriert bist, dann verwendest du auch entsprechende Worte. Dann bist du quasi in so einem Jammertal. Ja? Und möglicherweise beschwerst du dich dann auch häufig beziehungsweise über alles und über jeden. Und wenn du dir aber bewusst machst, dass du mit jeder Beschwerde, wie das Wort schon sagst, eine Schwere in dir hast und eine Schwere auch auf dich überträgst, dann machst du dir möglicherweise bei der nächsten Beschwerde, die du vortragen möchtest, den Gedanken oder entscheidest dich einfach um und beschwerst dich nicht. Denn schau, überlege dir vorher, warum du dich über irgendetwas beschweren möchtest. Macht es Sinn, sich deswegen zu beschweren? Bei wem möchtest du dich beschweren? Und kannst du möglicherweise das Ding, weswegen du dich beschwerst, die Ursache, das, was dich gerade ärgert, kannst du das möglicherweise aus einem anderen Augenwinkel sehen? Aus einem anderen Blickwinkel, meine ich. Kannst du das aus einem anderen Blickwinkel sehen und betrachten und dann erkennen, dass es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt, sich zu beschweren und sich, also wirklich, wie das Wort, wie die Worte es schon sagen, sich beschweren. Also du beschwerst dich selbst. Ich finde, das ist sehr spannend, wenn wir die Sprache auf diese Art und Weise wirklich deuten und wirklich sehen. Oder zum Beispiel,
letztlich ist der Ursprung aller unserer Handlungen auf Liebe oder Angst zurückzuführen. Und ja, die meisten von uns, die handeln die meiste Zeit aus Angst und nicht aus Liebe. Ich weiß, das kann möglicherweise, wenn du dich damit noch nicht so im Detail beschäftigt hast, kann das möglicherweise ein bisschen schwierig für dich jetzt nachzuvollziehen sein, wieso du möglicherweise aus Angst oder aus Liebe handelst. Aber frag dich bei deinen Handlungen einfach immer wieder, tue ich das jetzt aus Liebe oder tue ich das jetzt aus Angst? Ja, wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal ganz ein einfaches Beispiel, du fährst in deine Arbeit. Tust du das aus Liebe für das, was du dann deine Arbeit nennst, ja, was du dann da tust? Oder tust du das aus Angst? Tust du das aus Angst, weil du Angst hast, sonst nicht genug Geld zu haben, nicht genug Geld für Essen, Trinken, für dein Überleben zu haben? Aus welchem Grund tust du das? Und wenn du merkst, dass du aus Angst handelst, dann überprüfe das einfach noch einmal, ob du nicht irgendeine andere Handlung vollführen kannst, die du dann eben doch aus Liebe tust. Denn Angst macht dich auf Dauer krank. Ganz deutlich, und ich glaube für jeden ganz klar ersichtlich, ist zum Beispiel so die Prüfungsangst. Ja? Ganz viele Menschen haben vorher Durchfall. Und sie sind einfach ja eben so dieser Schiss sozusagen, der Dünnschiss vor der Prüfung, der ist, glaube ich, allseits bekannt. Und ja, übrigens Schiss, der Volksmund sagt ja auch zu den Menschen, die immer wieder Angst haben oder viel Angst haben, aus Angst handeln, Schisser. Ja, und das bedeutet, dass sich diese Geisteshaltung, die sich ja auch in einem Sprachmuster dann wiederfindet, dass die sich auch in körperlichen Symptomen wiederfindet. Ja, also der Schisser ist tatsächlich jemand, der eben meistens aus Angst handelt und der eben Durchfall hat. Oder andersherum. Der Volksmund sagt auch, nichts läuft mehr. Wenn wirklich quasi alles am Ende ist, nichts läuft. Es geht einfach nicht mehr weiter. Ja, irgendwie ist der Karren quasi an die Wand gefahren und nichts läuft mehr, kann sich möglicherweise oder vermutlich oder höchstwahrscheinlich als Körpersymptom Verstopfung zeigen. Okay, das bedeutet, dass wenn du dir deine Sprachmuster mal anschaust und die Worte, die du verwendest, dass du durchaus durch die Deutung deiner Worte und durch die Betrachtung deiner Sprachmuster einfach den Ursprung deiner Handlungen erkennst und aus dem Grund den Ursprung letztlich für deine Krankheiten. Wenn du dich zum Beispiel viel beschwerst, im Jammertal bist sozusagen, im Jammertal wohnst und dich beschwerst, dann legst du immer wieder der Schwere auf deinen Körper, auf deine Schultern. Ja, du beschwerst dich einfach. Ne? Du wirst immer schwerer, die Schultern werden immer schwerer, müssen immer schwerer tragen. Und dies schlägt sich möglicherweise in den körperlichen Symptomen wie Rückenschmerzen, Nackenverspannungen, Schulterschmerzen nieder. Spannend, ne? Also ich finde, das ist sehr, sehr spannend, wenn wir wirklich unsere Wortwahl und unsere Sprache dahingehend betrachten, dass wir unsere Sprachmuster und unsere Wortwahl als einen Weg und als eine Chance zur Heilung und zur Ursachenfindung hernehmen. Ja, sprichst du zum Beispiel immer wieder von ich muss oder ich stehe mit dem Rücken an der Wand, ja, und es geht nicht mehr weiter, als solche Dinge, dann fühlt sich das, allein wenn ich das so jetzt schon in einem Podcast so sage, dann fühlt sich das alleine schon für mich durch das Aussprechen dieser Worte
sehr beengend, sehr einengend an. Ja, übrigens, wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst, dann kannst du natürlich sehr niedergeschlagen sein, aber letztlich kannst du auch da einen anderen Blickwinkel einnehmen und dich davor entscheiden, weil du kannst ja nicht mehr noch weiter zurück. Du kannst ja gar nicht noch weiter quasi, du kannst ja gar nicht umkippen, du stehst ja mit dem Rücken an der Wand. Du kannst dich nur noch vorwärts bewegen. Und das ist doch eine sehr, sehr schöne Vorstellung, sich einfach vorzustellen, jetzt kann es nur noch vorwärts gehen, weil ich stehe mit dem Rücken an der Wand. Es geht nur noch in eine Richtung, es kann nur noch in eine Richtung gehen, und zwar nach vorwärts. Spannend, ne? Also lass uns jeder für sich, und dazu möchte dich diese heutige Podcast-Folge einladen, lass uns einfach unsere eigenen Sprachmuster mal anschauen. Die Worte, die wir immer wieder verwenden, einfach mal anschauen und einfach mal auf uns wirken zu lassen. Und ich rate dir auch, schreib sie dir einfach auf. Schreibe dir einfach deine Gedanken mal auf, dann erkennst du, ob da immer wieder so Worte wie müssen oder ich sollte, ich möchte, ob da so solche Worte immer wieder vorkommen, weil dann können diese Worte wirklich ja, dir deine Symptome besser erklären. Ja, die können dir wirklich zeigen, wo du angreifen darfst und wo du deine Sprache verändern darfst und dann letztlich auch deine Geisteshaltung, deine Körperhaltung. Denn wie Sprache sich in deinem Körper als Symptom niederschlagen kann, so kann Sprache deinem Körper auch die Möglichkeit zur Heilung geben, einfach gute Energie geben, positive Energie. Also auf diese Art und Weise können wir auch ja, in eine gute Energie kommen und einen Weg in unsere Selbstheilung und in unsere Selbstheilungskräfte finden. Ja, ich wünsche mir wirklich sehr für dich, dass du deine negativen Sprachmuster auflösen kannst und dass dir wirklich diese Sprachmuster als Weg zur Heilung dienen können, sowohl körperlich als auch seelisch. Dass du wirklich erkennst, okay, da muss sich jetzt etwas ändern. Ich muss an der einen oder der anderen oder auch an ganz vielen Stellschrauben in meinem Leben schrauben, damit ich wirklich meine Krankheit oder meine Krankheiten ja heilen kann. Und es ist einfach so, der Körper gibt uns so viele Signale und so häufig schauen wir weg. So häufig meinen wir, wir müssen weitermachen. Wir müssen weitermachen, schneller machen, noch härter werden. Aber ganz ehrlich, warum? Nein, das müssen wir einfach gar nicht. Das müssen wir nicht. Das Einzige, was wir müssen, in Gänsefüßchen, in Anführungsstrichen, das Einzige, was wir müssen, ist auf uns selbst hören, ehrlich mit uns selbst sein. Das ist das Einzige, was wir wirklich, wirklich müssen, was wir uns selbst schuldig sind. In diesem Sinne wünsche ich dir gute Erkenntnisse, wenn du deine Sprachmuster dir einfach anschaust, sodass deine Sprache dich nicht mehr krank macht, sondern dass deine Sprache dich heilt. Und wenn du Lust hast, dann teile diese Folge einfach mit anderen Menschen, sodass auch diese erkennen, wie sie wirklich ihre Sprache ja, besser deuten können oder auch verbessern können. Wie sie durch die Lenkung ihrer Sprache, durch die Lenkung ihrer Wortwahl, ihre Gesundheit auch in die richtige Richtung lenken. Ich wünsche dir beste Gesundheit, denn die hast du ja sowieso selbst in der Hand und du weißt ja, deine Gesundheit machst du einfach selbst.
auch durch die Worte, die du wählst. Alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, deine Annette.